is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die letzte Nachtwache. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Damit er euch nicht schlafen könnte, wenn er plötzlich kommt. Eine Gruppe von Menschen wurde mir gezeigt, ihr Blick war auf den Himmel gerichtet, und sie hatten die Worte ihres Meisters auf den Lippen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wartet. Der Herr deutet eine Verzögerung an, bevor der Morgen endlich dämmert. Aber er wollte nicht, dass sie ihrer Müdigkeit nachgeben, oder in ihrer ernsten Wachsamkeit nachlesen, weil der Morgen nicht so früh aufzog, wie sie es erwartet hatten. Ich sah, dass es unmöglich ist, das Gemüt und die Interessen mit weltlichen Sorgen zu belegen, irdische Besitztümer zu sammeln und gleichzeitig in wartender und wachender Verfassung zu sein, wie es unser Heiland befohlen hat. Der Engel sagte, sie können nur eine Welt besitzen. Um den himmlischen Schatz zu erwerben, müssen sie den irdischen aufgeben. Sie können nicht beide Welten haben. Es sah, dass eine Nachtwache nach der anderen verging. Sollte es deshalb an Wachsamkeit mangeln? Aber nein, es ist umso nötiger, unaufhörlich wach zu sein. Denn jetzt sind die Augenblicke weniger als vor Ablauf der ersten Nacht. Waren wir damals unvermindert wachsam gewesen? Wie viel nötiger ist dann die doppelte Wachsamkeit in der zweiten Nachtwache? Die zweite Nachtwache ging vorüber und brachte uns zur dritten. Und jetzt ist es unverzeihlich, in der Wachsamkeit nachzulassen. Die dritte Wache fordert dreifache Ernsthaftigkeit. Jetzt ungeduldig zu werden, das hieße alle Ernste und ausdauernder Wachsamkeit von vorher einzubüßen. Die lange, düstere Nacht ist anstrengend. Doch der Morgen wurde aus Barmherzigkeit verschoben. Würde nämlich der Meister jetzt schon kommen, dann wären viele unvorbereitet. Weil Gott nicht will, dass seine Leute verloren gehen, hat es eine so lange Verzögerung gegeben. Der Unterschied zwischen Menschen, die die Welt lieben, und anderen, die Christus lieben, ist so deutlich, dass man ihn nicht übersehen kann. Während die weltlich ausgerichteten Menschen ihren ganzen Ernst und Ehrgeiz einsetzen, um sich irdische Schätze zu sichern, passen sich die Kinder Gottes nicht der Welt an. Sie zeigen durch ihre ernste, wachsame und erwartungsvolle Einstellung, dass sie alle umgewandelt sind. Ihre Heimat ist nicht in dieser Welt. Sie suchen vielmehr ein besseres Land, ein himmlisches. The Lord is coming. Are you ready?